Howdy, Partners, und hier sind wir wieder in Dark Souls, Simmons Lectrate 5.6. Letztes Mal haben wir die Katakomben betreten, haben uns ein bisschen umgeschaut, wären vielleicht fast draufgegangen, aber ist ja zum Glück noch alles okay gegangen. Also wir sind fast gestorben wegen dem so einem schwarzen Ritter und ein paar Pinwheels. Ich hoffe, die ganze Mühe hier lohnt sich überhaupt. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht dran. Da hinten. Oh, da hinten könnten wir rankommen, oder? Nö. Oder vielleicht doch, wenn man da hinten irgendwie hoch kann. Nee, kann man nicht. Okay, dann müssen wir von höheren Ebenen ran. Ich sitze gerade hier auf meinem falschen Bein. Denn ich habe immer noch was mit der Sehne. Das ist jetzt der 23. Morgen bin ich im MRT. Muss ich MRT machen lassen dafür. Weil verdacht ist, dass das Knorpel rausgebrochen ist. Das wäre ziemlich ungeil, weil das rausoperiert werden muss. Hoffen wir es mal nicht. Und hoffen wir mal, dass wir... Oh nein. Warum... Oh. Warum muss da ein Bossnebel sein? Leute, ich habe nur noch ein Flask. Das kann doch nichts werden. Aber ich weiß, dass definitiv irgendwo noch ein zweites Bonfire ist. Oh, was? Man sieht wirklich nur Waffen rumfliegen. In solche Gebiete sollte ich definitiv nicht um 2:30 in der Früh. So, aber wir hatten hier oben, glaube ich, definitiv noch einen anderen Weg zum Langgehen. Stimmt, wir waren die Tür reingegangen. Und können aber noch weiter nach oben gehen. Ich weiß, dass irgendwo noch ein Bonfire sein muss. Ich hab nämlich nach... Yo! Oh, so kommt man hier hin. Alter. Das nächste Mal falle ich einfach um. Ey, das... Boah, Alter. Das könnte er doch nicht bringen, mein armes Herz. Kann ich hier vielleicht rein? Schade. Boah, mein armes Herz, ey. Aber wir waren doch da... Egal. Was kann eigentlich der weiße Brocken? Göttliche Waffe plus 9, okkulte Waffe plus 4. Thoras Schwert zählt aber leider nicht als göttliche Waffe, oder? Ja. Bricht das hier vielleicht auch? Pff, schon sagen. Ja, bricht auch ein. Dass man dann immer noch Fallschaden nimmt, der ist so dick. Welcome back. Welcome to your doom. Wee. That's one dead Space Marine. Zitat Duke Nukem. Duke Nukem 3D gab es auch letztens nicht direkt im Humble Bundle, aber in so einer anderen Stiftung, sagen wir es so. Habe ich mir natürlich sofort geholt. Weil es ist Duke Nukem. Das ist der Männer der Männer. Leiter? Da. Vor allem, wir laufen da munter lang und auf einmal... Nur beim ersten Mal nicht. Beim ersten Mal dachte sich das Spiel, nee. Ich breche jetzt nicht ein. Ich renne erstmal in die falsche Richtung. Ein Flask, Leute. Ein Flask und keine Heilwunder mehr. Seht ihr, ohne die Heilwunder wären wir hier schon lange ohne Flasks. Beziehungsweise wäre ich hier gar nicht erst lang gegangen. Weil wir eben keine Flasks mehr haben. So, ich hoffe, dass irgendwo ein Bonfire hier oben ist. Du hast kein so ein Ding dran. Du auch nicht, du auch nicht, du auch nicht. Und du auch nicht. Und du? Auch nicht. Sehr nett. Sehr zuvorkommend auch. So, gegen euch ist es ja kein Problem. Ihr seid einfach schnell weggekommen, Bud. Aber mit dir möchte ich gerne die Plätze tauschen. Oder wir machen so. Warum ist da eine Nachricht? Schatz. Puh.
Schatz. Ah ja. Fake-Nachricht und so, ich verstehe schon. Ach, und von hier wären wir normal hingekommen. So wie ich das richtig sehe, oder? Oh. Jawohl. Soll ich zurück zum Bonfire? Das war so ein weiter Weg. Nein. Ist da so ein... Ja. Oh, trifft deine Magie mich nicht? Die sind echt immer mies versteckt, muss man schon sagen. Also an den komme ich mit Schwert leider nicht ran. Oder gab es ja irgendwo eine Leiter? Nee. Bin ich da nochmal hochgegangen? Oh, guck mal. Okay. Das glaube ich euch gerne, dass ihr das mit mir machen wolltet. Okay, das wird jetzt lächerlich. Also den Schaden meine ich. Ja. Okay. Ich wollte eigentlich zutreten. Und dann zuschlagen, aber ging nicht. Du bist keine Falle. Oh, heilige Scheiße. Ja, das wird ja jetzt witzig. Moin, ne? Alter. Ja, ich spiel Fußball mit dir. Nee, da möchte ich eigentlich nicht so wirklich gegen dich kämpfen. Jo, was hat der bitte für eine Reichweite? Warum kann der so weit springen? Warum liegt hier Stroh rum? Und warum trägst du eine Maske? Ha. Ey. Muss ja nicht gleich nach mir treten, ja? Also, langsam geht's ja aber schon zu weit. Boah, komm ich irgendwie an den ran? Ja, wie hoch muss ich da klettern? Hallo? Aua. Aua. Oh. Ach, mir gegenüber gleich. Ja. Toll. Idee, wie ich da rankommen soll? Wahrscheinlich gar nicht. Ach, von da komme ich dann einfach nur wieder hier hoch. Da ist die Leiter zu dem. Na, wäre ich hier auch wieder so weggeflogen. Okay. Ich muss für den tatsächlich meinen letzten Flask benutzen. Ja. Hätte ich sogar nicht mal benutzen müssen. Naja, sicher, sicher. So. Das brachte uns nun nichts. Ui, okay. Man erkennt solche Fake-Nachrichten auch, wenn man online spielt, indem man einfach darauf achtet, ist die bewertbar, die Nachricht? Wenn ja. Wenn ja, dann ist es eine echte. Wenn nein, dann auf jeden Fall ignorieren. Finstermond-Seance-Ring. Okay. Was kann der? Finst gewährt zusätzliche Zauber. Oh, nice! Geil! Und wie viele? Einen zusätzlichen. Boah, das ist sehr, sehr geil. Das ist sehr geil. Aber erstmal bei dem bleiben, weil wir eh kein Bonfire in der Nähe haben. Ah, ich hab
schlechtes Gefühl bei der Sache. Okay. Okay. Hier kommt bestimmt einer um die Ecke gesprungen oder so. Ja, oder so. So. Was haben wir hier? Oben. Eigentlich müsste ich aus Protest dann nach unten. Aber ich glaube da unten. Nee, von unten. Ach. Hier war der Typ. Verstehe. Schädellaterne. Ich wette, ich bin gleich tot. Wie viel? 5 Euro? Nee. Blasphemie. Okay, ich hab's so eben 5 Euro verloren. Du bist echt? Du bist nicht. Du bist. Nee. Okay, was haben wir hier? Wunderfriedlicher Spazier... Was kannst du? Verlangsamt alle im Wirkungsbereich. Okay. So, erstmal hier runterfallen und sterben. Oh. Oder auch nicht. Die Stelle hier kommt mir irgendwie bekannt vor. Hier waren wir doch schon mal, oder? Er muss ja. Waren wir hier auch von irgendwo durchgebrochen? Hä? Okay, dann komme ich nicht durch. Ach, da oben lag, glaube ich, das eine Item. Ja. Ach. Hier unter uns müsste dann der Nebel sein, oder? Oder gewesen sein. Kann es sein, dass wir hier gerade zurückgehen? Ja, muss ja. Das kann ich mir ja nicht erklären. Okay, erstmal hier rüber. Und nach da. So, klar, ich könnte mich jetzt wieder ans Bonfire setzen, aber... Ich bin ja nicht dumm. Ich guck mich lieber nochmal um. Okay, da schien auf jeden Fall so ein Ding gewesen zu sein. Also so eine Brücke. Wir könnten auch einfach durch... Oh, dich habe ich voll vergessen und habe mich deswegen jetzt voll erschreckt. Wir könnten jetzt auch einfach YOLO sein und durch den Nebel gehen. Aber wäre es das worth it? Man weiß es nicht. Wir haben keine Flasks mehr. Wir haben keine Heilwunder mehr. Und wir können uns nur noch mit Menschlichkeit heilen. Wovon wir nur eine besitzen. YOLO. Nicht darunter. Da auch nicht. Da drüben ist es. Die ganzen Skelette wenigstens tot bleiben würden. Ich meine, sie sind kein Problem, aber sie gehen mir einfach auf den Sack. Vor allem hier diese Pinwheels. Vor allem frage ich mich, wie ich da vorne rankommen soll. Ein geheimer Zwischengang. Klopf, klopf, der Weihnachtsmann. Könnt ihr mir bitte aufmachen? Ich
Möchte gerne rein. Aber dann scheint es hier noch in Seiten hin und wieder ein paar Sachen zu geben. Oder war das da jetzt eine Ausnahme? Ach komm, das kann doch jetzt nicht die einzige Ausnahme gewesen sein. Aber was bringt mir das? Toll, jetzt war ich hier und... Hallo. Das Passwort ist... Penis? Halt nicht. War es ein anderes Passwort? Ich kann mich noch nicht an das Passwort erinnern. So. Na, dann laufen wir mal in unseren Tod. Lachend in die Kreissäge quasi. So oder so. Wenn wir tot sind, sind wir tot. Voll ausrüsten. Das ist ein Bossnebel. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Kann der Boss auch erst eine halbe Stunde später kommen. Oh ja, ich sehe schon. Ohne Schaden werde ich da nicht runterkommen. Außer ich freue mich da. Ne. Okay, schauen wir uns diese super geile Zwischensequenz an. Das war mein Bein. Okay. Hamla, Hamla. A, B, C, X, Y. Ein Eindringling. Töten? Ja, oh, töten. Okay. Feuerrad. Egal, was du da versuchst. Mir gefällt es schon jetzt nicht. Hä? Du bist so... Okay, der war nicht der echte. Der auch nicht. Wie wär's mit dir? Nee, du auch nicht. Ich glaube, du bist der echte, oder? Nein? Du? Auch nicht. Doch, das ist der echte. Boah. Alter. Kunst des Entfachens. Kannst du Leuchtfeuer stärker entfachen? Oh, nice. Oh. Boss First Maske der Mutter. Alter, Boss First Try. Ohne Flakons. Oh. Oh. Hui. Okay. Was kann denn die Maske? Diese Maske, die der gültigen Mutter gehört, erhöht die Zahl der TP geringfügig. Oh. Ach du Scheiße, ist das düster hier. Was bist du? Ich war eben irgendwo, da ist eine Nachricht. Pass auf, Schleichweg. Hä? Witzig, wie einem das Spiel noch Hinweise gibt. Auch wenn man offline spielt. Geh
jetzt hier lang? Ja. Aber der Boss hat echt nichts ausgehalten, ne? Ach, hier oben ist ein Item. Seelekrieger. Aber wisst ihr, was ich jetzt einfach mal aus Trotz mache? Den hier. Einfach um mich zu heilen. Voll verschwenderisch. Das kommt bestimmt eh gleich ein Bonfire. Nicht darum rutschen, bitte, danke. Danke, Eggy. Hier kannst du mir was rutschen. So, ich habe aber das Gefühl, dass wir definitiv Licht brauchen werden. Und ich weiß, dass die Schädel da seine Licht gibt. Oh. Vor allem wie lange einfach. Du bist nicht weit gekommen. Grabmal der Riesen. Ach du Heilige. Ich sehe schon, es wird wieder ein Riesengebiet. Ah! Oh! Warte, ich muss mal eben. Ich muss mal eben meine Waffe wechseln. Und mein Schild. Ach komm, einfach. Aua. Oder soll einfach niedermähen. Aber eigentlich habe ich dafür nicht die Heilungssachen, um das machen zu können. Ja, die können einen ziemlich überraschen, wenn man nicht aufpasst. Da ist eine Leiter zu einem Item. Ich sage mal Item, ne? Ist echt geil. Dankeschön. Ich möchte hier auch nirgendwo runterspringen, um ehrlich zu sein. Wobei, der steht da so. Na, eigentlich kann ich auch hier lang gehen. Hui! Okay. Das steht da trotzdem so. Das hat da keine Eltern. Ich hab geblockt, warum? Wo ist er hin? Zeig nicht, der ist runtergefallen. Oh, der ist runtergefallen. Seele stolzer Krieger. Ich hätte gern Bonfire. Zwar ziemlich dringend. Ach, da. Wow. Alter. Hi. Aua, von hinten. Oh, zwei. Ja, das war fair. Alter. Okay. Ja. Lief ja schon fast okay. Zwei Menschlichkeit haben wir. Wir müssen definitiv Menschlichkeit farmen gehen. Wollen wir das gleich mal lieber machen? Also, Aushöhlung, umkehren. Entfachen. Und nochmal entfachen. Keine Menschlichkeit. Verdammt. Ja, es ist so klar, dass ihr wieder aufsteht, ey. Gibt man sich so eine Mühe, euch umzubringen, und dann steht ihr einfach wieder auf. Wie soll ich denn gegen zwei von diesen Typen ankommen? Vor allem frage ich mich. Zwei und 2000 Seelen haben wir. Haben wir sie definitiv. Hier, dich einmal, sollte das nicht reichen, so. Ja, fast. So. Ich glaube, wir sollten die ganzen Dinger mal benutzen.
Sagen, hat das jetzt mehr gegeben? So, plus 4. Ja. Es hat auch nur noch 120. Ah, ne. Sieht nur so aus. Ich dachte, weil. Sekunde. Weil hier 120 zu 120 ist, wenn man aufwerten würde. Dachte ich, dass die 120 hier zu dem Schatten zählt, aber. Stupid liegt die. Liegt die Pliss. So, hier. Und zack. 5000. Und zack, 3000. Und nochmal 3000. Und nochmal. Ach, wisst ihr was? Den Wanderflug brauchen wir hier eh nicht. Dich, dich. Alter, 9 Stück einfach. Und plopp. Plopp. Einfach 18.000 Seen haben wir dabei. Plopp. Plopp. So, und solange wir menschlich sind, sollten wir dann auf jeden Fall mit der Menschlichkeit, die wir farmen, die Bonfire entfachen, auf die wir bisher getroffen sind. Jetzt nicht unbedingt alle noch einmal, also zweimal quasi, sondern ja, ne? So, also der Stolzer Krieger sollten 3000 sein. Jawohl. Und so. Okay. Und wir kommen jetzt auf insgesamt 40.200. So, meine Damen und Herren, ja, verstehen Sie? Ah, jetzt steigt dann alle zwei für einen Sauer Slot. Gut zu wissen. Aber will ich das? Hm. Will ich vielleicht Stärke oder das? Oder vielleicht Wille? Oder vielleicht doch lieber Konstitution, Kondition. Machen wir auf Beweglichkeit. Kann ich den anderen Bogen ausrüsten? Sekunde. Tschüss, Samira. Ah, den Drachentöter Großbogen. Dafür wollte ich ja 20, ne? Der wiegt aber auch um einiges mehr. 10, das ist einfach 9 Gewicht mehr. Nee, das kann ich nicht gebrauchen. Erstmal reparieren. Ja, gut. Aber durch die Lava gelatscht sind. So, dann teleportieren wir uns mal in der Hoffnung, dass wir uns hierher teleportieren können. Zum Sonnenlichtaltar. Unsere bekannte Farmstelle. Für Menschlichkeit. So, da können wir eigentlich nachgucken, ob Solaire da sitzt. Oder steht noch. Oh Junge, es geht dir gut. Es geht dir noch gut. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like if only I. Jo. Das wirschte, Solaire, das wirschte. Zack, weg mit dir. Weg mit dir. Und weg mit dir. So, dann wollen wir aber definitiv noch den ausrüsten. Wie viel haben wir jetzt? 300. Okay. So, hallo du Knecht. Ah, Sekunde. Ah, ich kann auch mit dem Schwert kämpfen, okay. Boah, keine Seele, keine Menschlichkeit. So, ich würde sagen, wenn. Da wird dann der letzte Part so knapp 40 Minuten ging, machen wir den hier mal. Beenden wir den einfach mal jetzt. Nachdem wir den hier gekillt haben. Jawohl, ich möchte eigentlich doch ganz gerne den Großbogen mal testen. Oh ja. Ich kann die Pfeile nicht benutzen, lol. Kann ich echt nur die benutzen? Sie gehen ganz leicht durch Menschenfleisch. Okay.
Der ist natürlich dann präzise. Boah. Einfach umgemäht. Der arme Knecht hatte keine Chance. Okay. Ich möchte sein Item haben. Ihr werdet mich nicht daran hindern. Nein. Sein Langschwert gehört mir. Voll dumm. Uiuiui. Nein. Rote Brocken braucht man um... Ja, ist okay. Um Feuerwaffen aufzuwerten, oder? War doch so. Das war doch so. Wie viele haben wir? Drei. Nee, Feuerwaffe plus 9. Zauberfeuer, göttliche Waffe plus 5. Ah. Und die dann bis plus 9. Verstehe. Ah, Metal Gear. Dann würde ich sagen, ich hoffe, dass das Player so weit gefallen. Falls ihr Kommentare und Kritik mir erwünscht. Ich werde jetzt noch ein paar aus, bisschen offscreen sehen, farmen, sehen Menschlichkeit farmen. Wieso ist dann im nächsten Part? Bis dahin, euer Source Tag 306. Ciao.